der Umstand, dass, wie du es formulierst, nichts mehr gewonnen haben, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Peter Stöger heute irgendwann weggegangen ist, konkret im Jahr 94, 95, glaube ich. Zu einem Verein, von dem man damals dachte, der muss mit der Mannschaft die Liga, weiß ich jetzt nicht, ob er es in Grund und Boden spielen muss, aber ja, der muss zumindest um den Titel mitspielen. Also wir sprechen, vollkommen richtig. Sprechen wir auf die Rolle, da war Stöger jetzt nicht der einzige große Name. Also es gibt Sané, Danek, Streiter, Czerny, Schwabel. Woran hat es gehapert? Mit Cheftrainer Hans Krankl? Es hat an der Mischung gehapert, muss man sagen. Wir waren nicht reif genug, glaube ich, wie soll man sagen, so Egoismen hinten anzustellen. Das ist etwas, wo ich für meine weitere Karriere sehr, sehr viel gelernt habe, dass 20 außergewöhnliche Einzelspieler eben keine Mannschaft machen. Ne? Und das war die Problematik. Das heißt, wir haben die eingesessenen Tiroler gehabt, die überragend waren. Wir haben super Legionäre gehabt. Wir haben quasi eine Ostgruppe gehabt, die aus Wien mit Hans Kranke raufgegangen ist. Und das ist keine Mannschaft geworden. Mhm. Und wenn du keine Mannschaft bist, dann hilft dir das nichts. Mhm. Und das war der Klassiker mit allen finanziellen Problemen, die dann am Ende waren. Aber trotzdem, die Mannschaft hat ein Niveau gehabt, das außergewöhnlich war. Das ist schade. Mehlig übrigens auch. Mhm. Teil der Truppe, von dem ich dich jetzt bitte, eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du das gerne auf Sendung tust. Es ist nichts Dramatisches, aber es gab ein UEFA-Cup-Spiel, glaube ich, gegen Deportivo La Coruña, kann das sein? Nein, das war ein Europacup-Spiel sogar. Ah, okay. Aber da weiß ich nicht. Und ich hoffe, dir auf die Sprünge helfen zu können. Also Deportivo war halt haushoch überlegen. Und ja, ja, das stimmt. Ist sich schon überrollt quasi, ja, von Beginn an. Das stimmt. Und Melich hätte dann salbungsvolle Worte gesprochen, die sie aber nicht bewahrheitet haben. Ja, das stimmt. Die haben natürlich wirklich alles vergeben, was zum Vergeben war. Wir haben zu Hause 2-0 gewonnen und ein überragendes Spiel gemacht, muss man wirklich sagen. Also damals war in der Mannschaft war Pepeto und es war eine super Truppe. Und wir haben da dort gespielt und die haben jede Chance vergeben. Und dann war irgendwann einmal der einen Elfmeter verschossen. Und der Roman sagt irgendwie zu mir so, du Zauberer, ich glaube, das drückt man durch. Aber es ist in der Pause schon 3 Meter gestartet. Also wir haben dann jetzt chancenlos eigentlich trotzdem verloren. Prognose nicht ganz aufgegangen. Es bleibt spannend in der Karriere von Peter Stöger. Im Übrigen nur, dass ich mein Eingangsstatement noch eigentlich nicht konkretisiere, sondern relativiere. Ich habe gesagt, der hängt noch immer bei mir daheim auf dem Poster, das stimmt, aber ich sage jetzt nicht dazu, welchen Dress er dabei trägt. Also gibt es ja viele Optionen. Das also nur, dass er mich da dahingehend zumindest nicht oute. Also das bleibt jetzt Interpretationssache. Warum bist du eigentlich zu Rapid gewechselt? Beziehungsweise hast du erwartet, dass die ganzen Kalamitäten auftreten rund um diesen? Also das war ja, glaube ich, jetzt keine lustige Geschichte für dich. Also erst einmal, also es hat ein paar Gründe gegeben. Es war so, dass ich nach dem Jahr in Tirol auch wieder weg wollte, wo ich einen Vertrag gehabt habe, weil der Spaßfaktor war überschaubar, mannschaftstechnisch. Heute ist es auch so, dass wenn wir uns treffen, verstehen wir uns überragend gut. Also, aber war ja damals nicht zu handeln in der Kürze, muss man halt ganz einfach sagen. Und da hat es auch nicht so viele Optionen gegeben. Also das war ja eine kostenlos freie, das heißt, die Tiroler haben ja irgendeine Ablöse verlangt. Austria wollte damals auch nichts machen. Und damals war bei Rapid quasi sowas wie Aufbruch. Die sind Cupsieger geworden in dem Jahr, haben eine Mannschaft versucht aufzubauen und punktuell immer wieder einen oder anderen Spieler dazu zu holen. Da war der Ernst Dogbill Trainer. Der hat sich dann stark gemacht für mich und dann war ihm ein Sponsor dabei damals mit dem Herrn Nutzer von Avanti. Der hat dann auch, glaube ich, die Ablöse bezahlt und so hat es das ganz einfach auch ergeben. Nicht? Und die Frage war damals für mich, in Tirol nicht mehr weiterzuspielen, nichts zu machen oder Rapid zu gehen mit den ganzen Problemen, die ich gewusst habe, die auf mich als quasi Ex-Austrianer da auf mich zukommen könnten. Nicht? Aber ich habe mir dann halt auch gedacht, was soll ich, muss ja Leistung abliefern und wenn ich Leistung abliefere, dann werden sie zumindest nichts sagen. Nicht? Also dann werden sie sagen, okay, da schießt uns wenigstens die Tore, bringt uns einen Erfolg. Und das war mein Zugang, den ich halt gehabt habe. Nicht? Und gut war es. Also ich will eh nicht darauf herumreiten, ja. Ich glaube du wahrscheinlich auch nicht, aber es, de facto hat es schon auch Anfeindungen gegeben. Ja, ich war bei der Mannschaftspräsentation nicht raus können. Nicht? Also es war ein
Morddrohungen in meine Richtung. Ich meine, damals war es nicht nur telefonisch oder mit Fax oder so irgendwas, ich weiß nicht, wie die Kugel sind. Oder mit Rauchzeichen. Oder der Reiter hat es vorbeigebracht. Oder ich kann mich nicht genau erinnern. Aber irgendwie war es halt so. Und die Polizei hat gesagt, sie kennen die ganze Veranstaltung, die ja nicht so gesichert war. Die können das nicht zulassen, dass ich da rausgehe. Und dann bin ich halt nicht rausgegangen und sie haben gesagt, beim Spiel ist es dann nicht so das Problem, weil da werden die ganzen Tore kontrolliert. Aber es war natürlich der Einstieg, der war überschaubar lustig, das muss man ganz einfach sagen. Also jedenfalls findet sich Peter Stöger schwuppdiwupp schon wieder in einer klar dann sehr erfolgreichen, aber auch hochinteressanten Mannschaft. Ja. Ich sage immer, man mag eine Personalie dann doch rauspicken, und damit auch vielleicht ein bisschen den Vergleich noch einmal zu deiner Austria-Zeit ziehen. Mit wem war es unterhaltsamer? Mit der Litauer Partie, mit der berüchtigten bei der Austria oder mit Ivanov bei Rapid? Naja, die waren alle sehr speziell, muss ich sagen. Die waren alle sehr lustig. Also, und waren alle, und das muss man halt auch sagen, das waren Legionäre. Und von diesen Legionären hast du einen absoluten Mehrwert gehabt. Also die haben die Mannschaft ganz einfach besser gemacht. Und die waren trotzdem extrem. Wobei der Kansi sagt schon, also ein paar graue Haare, oder viele graue Haare gehen schon aufs Konto von Ivanov. Ja, aber der hat damals sowas wie ein Libero gespielt und ich glaube, er hat 12 Tore gemacht. Mhm. Ne? Also der war schon ein Eigenbrötler und war sehr von sich überzeugt. Aber ich habe ihn extrem mengen. Der war gerade raus, der war zu dem Zeitpunkt, ist er leider gerade schon verstorben, war weit davon entfernt, dass er irgendwas lebt, was Profifußball ausmacht. Aber in den 90 Minuten war er ein Kämpfer seines Zeichens und unbeschreiblich. Also er hat ganz einfach dann auch Situationen gemacht und deswegen auch die grauen Haare für alle anderen auch. Das heißt, der hat sich dann schon das Recht rausgenommen, Situationen selbst lösen zu wollen. Nicht? Und deswegen hat er 12 Tore gemacht oder was war das? Szene war es, aber ich glaube, es waren sogar 12. So, jetzt könnte man über die Zeit von Peter Stöger bei Rapid natürlich 3 Sendungen füllen, glaube ich. Aber ein paar Sachen mag ich dann trotzdem rausblicken. Also klar, Meistertitel, vielleicht 1, 2 Sätze zu diesem wieder einmal Finale, das den Namen auch verdient, genau. Gegen Sturm Graz vor vollem oder in vollem Happelstadion. Wie hast du das abgespeichert? Also, das habe ich so abgespeichert, dass ich sehr früh zu Beginn, als jemand, der kaum Fouls gemacht hat, mal so richtig eingestiegen bin. Wirklich? Weiß ich gar nicht. Wen hast du gekriegt? Ja, weiß ich nicht. Den, der in der Nähe beim Ball war. Das war also, ich habe mir da niemanden ausgesucht. Blöd gestanden. Aber ich habe mir ganz einfach gedacht, okay, ich hab schon viele Finalspiele gehabt. Bei Rapid waren ja damals noch nicht so viele Spieler, die um die Meisterschaft gespielt haben. Und wie gesagt, da kann ich jetzt natürlich mit einem Zuckerpass ein Zeichen setzen, da soll ich sagen, der ist da, oder ich gebe das Signal raus, heute wird es schwer für Graz da. Nicht? Und das kann ich dann nur machen mit etwas, was ich normal nicht mache. Nicht? Und, hast du aber Geld gekriegt, oder? Ich weiß es gar nicht, aber verdient hätte man es auf jeden Fall damals, das weiß ich noch. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass dann die Jungs halt auch gesagt haben, okay, jetzt ist der Blosse ist sogar unterwegs. Jetzt hast du Gas geben. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die mir also in Erinnerung bleiben. Du hast jetzt, glaube ich, Piwanik und Stumpf oder so ähnlich, 2:0 ist ausgegangen. Könnte sein, ja. Meines Wissens. So, die nächste unlösbare Aufgabe, nämlich fasse die Europacup-Saison in einem Satz zusammen. Da bin ich mir übrigens sicher, im Finale hast du tatsächlich gelb gesehen. Ja, gegen PSG. Wie sehr verfluchst du heute noch den Schienbeindeckel von Peter Schöttl? Ja, gar nicht so sehr. Also, ich habe in dem Jahr und vor allem in dem Spiel auch festgestellt, dass du, wenn du nicht 100% fokussiert bist und wenn du dich mit was du schon erreicht hast, zufrieden gibst, dann kannst du nicht noch einen Step drauf machen. Mhm. Und das war so. Also, wir haben mit dem, dass wir waren ja in den Europacup-Spielen auch immer wieder mal schon mehr draußen als drinnen und auf einmal bis in einem Finale. Und was wir überhaupt nicht geschafft haben, dieses Finale als dieses große Endspiel und als das Außergewöhnlichste für uns titulieren zu können, dass wir das schaffen können. Das heißt, wir sind hingefahren, ich würde sagen, wir sind als Touristen dort hingefahren, aber es war eine Situation, wo wir permanent, habe ich das Gefühl jetzt im Nachhinein, dass wir uns jeden Tag gesagt haben, wir sind im Finale, super. Und nie hat einer gesagt, ja, das wollen wir gewinnen. Mhm.
und dann kannst du das auch nicht gewinnen. Und das ist etwas, was heute noch ein bisschen an mir nagt, wobei es mein Leben am Ende nicht verändern würde, wenn ich es gewonnen hätte. Aber es wäre für den Club natürlich ein Wahnsinn gewesen, nicht? Und für die ganzen Leute. Und wenn du dann gesehen hast, wie uns die abgefeiert haben, also die Pariser haben das überhaupt nicht fassen können, dass ihre Mannschaft quasi das Finale gewonnen hat und unsere Fans haben uns 2 Stunden nach dem Spiel immer noch gefeiert, bis sie rausgeprügelt wurden aus dem Stadion. Nicht? Also das war schon sehr, sehr speziell. Ja. Ich bitte dich noch ein Wort über einen speziellen Typen zu verlieren, dann gehen wir weiter. Ich weiß nicht, wir müssen ein bisschen Meta machen. Aber der natürlich auch sinnbildlich war damals für den Lauf, den Rapid gehabt hat, Carsten Janka. Über den, die Didi Kübauer gern heiter erzählt, naja, wie der gekommen ist von Köln, die ersten paar Wochen oder Monate, hätte ich mir am liebsten gesagt, ja, trainier mit bitte, aber außerhalb vom Feld. Also auf die Art, weil er halt, also der Primgeiger war er nicht offenbar, die ersten paar Wochen. Nein, aber was ich schon sehr, sehr schnell gesehen habe, er hat da so ein Testspiel gemacht, da ging in einen unterklassigen Verein und alles, was in Strafraum reinkommen ist, er war ganz einfach nicht zu verteidigen. Mhm. Und da habe ich schon gewusst, dass wir Spieler in unserer Mannschaft haben, die den so bedienen können, dass der dann in der Bundesliga auch nicht gehalten werden kann. Der Carsten, der Lange, der war jetzt nicht der technisch versierteste Spieler, aber er war nicht komplett blind, aber er hat ganz einfach Sachen gehabt, er hat gewusst, wie er seinen Körper reinstellt, er hat gewusst, wie er seinen Körper einsetzt, er hat seine Größe ausnutzen können. Und da habe ich schon gewusst, dass das kann ein richtiger Trumpf für uns werden und das war er auch. So, Peter Stöger hat natürlich auch noch in der Champions League gespielt und auch da könnten wir jetzt natürlich Geschichten ohne Ende erzählen. Ich mag aber jetzt das eigentlich vielleicht das unangenehmste Thema im ganzen Gespräch aufs Tapet bringen, nämlich das UEFA Cup, zweite oder dritte Runde, weiß ich nicht mehr so genau, Rückspiel 1860 München gegen Rapid 1997. Also zum Verständnis, Peter Stöger glänzt beim Hinspiel, 13-0 ist ausgegangen, als Torschütze zum 1-0 oder 2-0? Ich glaube 1-0, 11 Meter. Ja. Torschütze übrigens auch Peter Schöttl, nur das ja, genau, ist genau. Auch erwähnenswert. Und dann war was im Rückspiel, was für deinen weiteren Karriereverlauf wahrscheinlich nicht unentscheidend war? Ja, ich weiß nicht, ob es entscheidend gewesen ist. War damals auch schon eine ganz schwierige Situation in dem Club. Man muss sagen, es hat sich verändert. Wir waren sehr erfolgreich, alles zusammen, aber es war die Stimmung halt nicht mehr so allgemein in der Mannschaft, wie sie es sein hätte können, muss man es einfach sagen. Viele Einflüsse. Und ja, und in dem Spiel bin ich halt dann auch quasi getauscht worden, immer rote Karten gekriegt. Und das haben sie eigentlich alle sehr gewundert. Selbst die Werner Lorand und Peter Bakl von 1860 waren sehr verwundert, dass ich da runtergeholt worden bin. Aber wir haben halt defensiv gegen offensiv getauscht und das hat mich halt getroffen. Damals auch schon ein bisschen eine schwierige Phase mit dem Ernst Dokubil gehabt. Und wir haben halt dann ganz einfach geärgert, dass das halt so passiert ist, aber ich habe gehofft, dass wir es drüber bringen. Wir haben es dann auch drüber gebracht und justament Gott sei Dank hat der Zinger, der für mich eingetauscht worden ist, hat dann auch das Tor geschossen. Also das war schon lässig, da habe ich mich schon sehr gefreut für ihn. Und da waren halt die Interviews und die haben halt dann nicht so geschmeckt und da habe ich mich halt hinreißen lassen zu einer Aussage, die man halt auch nicht tut. Ich war halt angepisst und die hat mich dann riesigen, schnellen Schrittes zum nächsten Verein braucht. Nach Linz. Genau, nach Linz. Trainer Friedl Rausch, oder nicht? Also Lask. Nein. Doch schlecht recherchiert. Nein, ich habe wirklich so viele Trainer gehabt. Ja, nein, da kann man schon ein bisschen durcheinander kommen. Also Lask dann noch einmal 2 Jahre Austria, noch einmal unter Herbert Prohaska, der dann aber so nicht mehr warm geworden ist mit dem damaligen Club-Eigentümer Frank Stronach. Ja, genau, die haben halt ein Problem gehabt. Ich kann das jetzt dann schwer beurteilen, ich habe dann auch mit Frank zusammengearbeitet. Ne? Aber ist schon schwierig, aber ich weiß jetzt nicht, ob es so viel schwieriger war, mit ihm zusammenzuarbeiten, als es dann danach war zu arbeiten. Das muss man ganz einfach sagen. Nicht? Weil du bist mit einem oder mit 2 Menschen quasi in der Diskussion, was machbar ist und was nicht machbar ist. Und
Und jetzt hast du 10 Leute, mit denen du quasi diskutieren musst, was machbar ist und was nicht machbar ist. Mhm. Und, aber es war schon so, dass das von Start weg ein sehr angespanntes Verhältnis war von Herbert und von Frank. Daraufhin hast du, hoffentlich liege ich diesmal richtig, noch einmal Hans Krankl als Trainer bei der Admira. Genau. Ich hab dann halt auch dort bei Austria weniger gespielt, weil der Friedl Konzilia auch entschieden hat, dass ich bei der zweiten Mannschaft sein soll. Ich habe gesagt, okay, gut, ich bin ein Erneuter, mache halt zweite Mannschaft, hat mir auch Spaß gemacht, dann haben sie mir das auch verboten. Und dann bin ich zu Frank Stronach gegangen und habe gesagt, so geht das halt nicht. Und der hat mir quasi auch die Freigabe gegeben, dass ich zu Admira gehe. Und ich werde auch nie vergessen, dass der Hans Krankl dann zu mir gesagt hat, da war ich 34 wahrscheinlich. Und er hat gesagt, ja, aber was der tut, dann zweite Liga und was der mich spielt, gegen einen Abstieg und du musst einmal auf so, quasi auf ein Probetraining kommen. Ne? Da sage ich, okay, gut, Hans, also für die mache ich das, aber das ist normal. Das ist sehr lieb. Schauen, ob ich überhaupt kicken kann, der Bub. Karriereende dann bei Untersiebenbrunn, auch interessant. Und wenn es recht ist, mache ich da jetzt gleich einen Haken, weil zwei Facetten muss ich noch ins Spiel bringen in deiner Karriere. Zum einen natürlich Nationalteam. Mhm. Debüt am 5. Februar 88, kann das sein? Gegen die Schweiz. Genau, in Monaco wahrscheinlich war das, glaube ich. Sicher auch erwähnenswert, auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, bitte mir nicht. Ja, weil ich weiß es ja auch oft alles nicht. Kreuz, aber so, ich glaube. Du kennst mich, ich bin jetzt so der Statistiker und ich habe ein paar Sachen, die ich mir sehr gut merke, weil es für mich vielleicht prägend waren, aber es gibt viele Sachen, die ich vergessen habe. Aber zweimal hast du, glaube ich, dreifach getroffen. Das stimmt. Also Nordirland sicher? Oder Irland? Irland und Polen. Ja. Wie sind die anzusiedeln, diese Triple Pucks in der Karriere? Ja, schon sehr speziell, das muss man echt sagen. Das eine war ein Bewerbsspiel, Irland zu Hause, war super. Und das zweite war eben in Polen, da waren relativ wenig Zuschauer. Ich bin in die Mannschaft gerutscht, weil der Herzog Andi damals spät zum Treffpunkt gekommen ist. Bitte mal, ich weiß nicht, ob das jetzt das Spiel war. Ich glaube, da hat er mit Bayern München verhandelt oder sonst irgendwas, bin mir nicht sicher. Aber da hätte ich gar nicht gespielt. Der Herbert hat mich dann auflaufen lassen und wieder einmal hat er Glück gehabt, dass ich dann in seiner Mannschaft drei Tore geschossen habe. Ein Spiel mag ich auch noch herauspicken, weil ich glaube, die Kronenzeitung da auch eine gewisse Rolle spielt. WM-Qualifikation für die WM 98, also es war 97. Letztes Spiel gegen Weißrussland daheim 4:0. Doppelter Torschütze, könnte man sagen, Eklar, Toni Polster. Mhm. Doppelter Torschütze allerdings auch Peter Stöger. Ja. Nur davon hat die Krone in der Headline nichts wissen wollen, oder? Nein, das war sehr lustig. Oder? Das war natürlich total happy. Klar, dass wir das geschafft haben und dass wir da zur WM fahren. Und es wird auch wieder Zeit, dass die Jungs das machen. Ich glaube, die Generation, die schafft es jetzt. Aber die Headline war dann, wenn ich es ganz genau im Kopf habe, weiß ich nicht mehr genau, aber ich so irgendwie Merci Toni. Und ich dachte, hoppala. Habe ich auch gespielt. War ich da auch dabei. Aber gut, das ist der Toni war ein außergewöhnlicher Kicker und hat es auch verstanden, ganz einfach immer wieder sehr, sehr gut mit den Medien zusammenzuarbeiten. Und ich habe mich auch bei ihm bedankt, nicht? Aber ich habe es ganz einfach lustig gefunden. Die Rolle, Peter Stöger war ja damals immer so der Jolly Joker. Genau, bei der Feier. Ja, der Jolly ist sonst irgendwas. Kasperl rumgelaufen mit dieser Joker-Mütze. Es war jetzt wahrscheinlich dann auch nicht der Lieblingsrolle, auch wenn du medial so ganz gut inszeniert wurdest. Ja, nein, das mag halt keiner nicht. Aber es ist halt. Wenn du da später Trainer bist und dann siehst du das ein bisschen differenzierter, dann denkst du dir, okay, gut, hätte der Stöger vielleicht auch gerne den Stöger immer auf der Bank gehabt in der Nationalmannschaft, wenn es immer wieder gut funktioniert hat. Aber ich habe natürlich schon auch Phasen gehabt, wo ich, wie gesagt, gegen Polen, wo ich von Beginn an gespielt habe, habe ich drei Tore gemacht und auch gegen Irland. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass ich halt mehr von Beginn an spiele, so von meinem Empfinden halt her. Man muss aber auch sagen, dass viele Jungs, die damals eben gespielt haben, die haben international gespielt. Wir haben noch nicht so 50 im Ausland gehabt wie jetzt, aber die im Ausland waren, die haben halt schon diese Positionen eher inne gehabt. Und ich war doch in Konkurrenz, wenn man das so will, damals mit dem Bastic oder auch mit dem Herzog Andi. Da war schon gute Konkurrenz da. So, jetzt wirst du dich vielleicht viele andere auch über die Gewichtung wundern, aber wenn es recht ist, lassen wir die WM 98 nur sein und sprechen dafür über einen anderen, finde ich, sehr interessanten Aspekt, nämlich die Wiener Stadthalle.
Weil, also erwähnenswert ist das nach meinem Dafürhalten schon. Ich glaube, du hast viermal das Turnier gewonnen und bist viermal zum besten Spieler gewählt worden. Einmal Torschützenkönig. Wie gern hast du in der Halle sehr gern gespielt? Sehr gern. Ja. Also ich glaube, damals hat jeder gerne in der Halle gespielt. Es war ein Fixbestandteil der Weihnachtsferien. Jeder hat es geliebt. Die Halle war 6, 7 Tage, je nachdem es war, 6 Tage waren es meistens, war ausverkauft. Jedes Mal war ausverkauft. Und es war ganz einfach super. Also ich glaube, es gibt niemanden, der damals gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht spielen. Mhm. Wobei es damals schon geheißen hat, naja, zu Prohaska-Zeiten war das noch viel mehr wert. Also bei allen war ja immer früher alles viel besser. Ja. Das ist so. Das ist ja nicht nur im Fußball so. Oder? Warum hast du nie im Ausland gespielt? Ich habe zwei Optionen gehabt, zwei Möglichkeiten gehabt und damit war mir dann dagegen entschieden, einmal eine Möglichkeit gehabt, nach Frankfurt zu gehen. Ich würde sagen, im besten Fußballeralter, was ist das Beste jetzt? Heute gehen sie mit 17 raus, ist wahrscheinlich das Bessere. Ja. Damals war das ja auch noch nicht möglich, also es ist kaum wer raus. Und hat auch das Bosman-Urteil so noch nicht gegeben, muss man auch sagen. Also, das heißt, ich soll nicht sagen können, ich sitze meinen Vertrag aus und dann gehe ich. Da habe ich mich für einen Verbleib bei Austria dann entschieden, anstatt nach Frankfurt zu gehen, weil ich auch gewusst habe, zu dem Zeitpunkt ist Andi Herzog nach Bremen gegangen und ein bisschen Informationen habe ich gehabt, was quasi wie die Vertragsgestaltungen war. Und ich wollte dann durch da keinen langfristigen Vertrag unterschreiben. Ich hätte es sogar gemacht auf ein Jahr. Mal schauen, und ob dann meine Leistung so ist, wie sie sich vorstellen. Und dann reden wir über einen richtigen Vertrag. Und das wollten die nicht. Und gesagt, dann spiele ich bei Austria bei Champions League und bin gut aufgestellt und schaue, was noch kommt. Und die zweite Möglichkeit war eben dann nach dem Rapid-Spiel gegen 1860, wo ich dann ja quasi freigestellt wurde, hätte ich noch mehr Möglichkeit gehabt, überraschenderweise von 1860. Also die haben das anders bewertet als der Rapid-Trainer damals, meine Vorstellung. Und da war eben auch die Frage, da war ich dann schon im gesetzten Alter, das war vor der WM. Und da war für mich wichtig zu spielen, weil da wollte ich diesen Höhepunkt, die WM, den wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und da war mir, ehrlich gesagt, das Risiko dann zu groß. Da war das finanzielle Angebot sehr, sehr gut, aber da war das Risiko dann zu groß, dass es dort vielleicht nicht klappt. Ich wenig Einsatzminuten habe und dann mal irgendjemand sagt, okay, du hast kaum gespielt, du bist nicht im Kader dabei. Und da habe ich dann entschieden, dass mein Höhepunkt eigentlich die WM ist. Zumal, da gibt es ja, glaube ich, wirklich keine zwei Meinungen. Es ist ja eh so, die Geschichtsschreibung ist ja, ich glaube, das ist jetzt nicht vermessen zu sagen, im Österreichs Fußball wenig talentiertere Spieler oder wenig technisch beschlagenere Spieler, als dich gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich war sicher nicht einer von den Unbegabten oder sonst irgendwas. Also Kunstkicker warst du keiner? Nein, Kicken habe ich schon können müssen. Also über den Körper habe ich wenig Möglichkeiten gehabt, dass ich mit 10 oder 15 Jahren in der Bundesliga. Also meine Qualität war schon das Tempo sicher, die Situationen erkennen und dann die technischen Möglichkeiten, die ich halt gehabt habe. Also das war schon, das weiß ich schon, aber ich habe schon mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Spielern auch zusammengespielt, wo ich mir dachte, boah, richtig lässig, die Kicken. Peter, ich danke vielmals für die sehr ausführlichen Schilderungen. Weiß es auch wirklich zu schätzen, weil ich weiß, dass du viel zu tun hast in deinem Leben. Es war, wie nicht anders zu erwarten, sehr, sehr spannend, dir zu lauschen. Danke. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen oder Zuhören. Entschuldige, ich mag deinen Namen jetzt nicht missbrauchen, um da irgendwelche Grußbotschaften loszuwerden, aber einen speziellen Menschen muss ich nicht grüßen lassen. Das ist der Mensch, der immer sagt, wann kommt denn jetzt die neue Episode? Der hat wirklich alle gesehen. Dr. Clemens Heinrich, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Plastischer Chirurg übrigens, wenn du uns irgendwie was brauchst für die Praxis. Bald. Wir kommen auf dich zu. Peter, noch einmal vielen Dank. Wiederschauen.